Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Gut, diesen Mittwoch wollte ich mit euch über das Thema reden, zu viele Meinungen verderben den Brei. Das ist irgendwie abgeleitet von zu viele Köche verderben den Brei, aber es passt irgendwie gar nicht. Egal. Ignoriert diesen Satz. Gut. Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich ehrlich gesagt so weit bin, dass ich sage, sei es drum, dann haben die eben die Meinung, ob wir, was soll ich jetzt machen? Ich lese seit Tagen extrem viele, ja, Meinungen und so und schaue mir auch im Internet Videos an bezüglich eines Laptops, den ich mir jetzt wahrscheinlich wirklich dann im Sommer zulegen werde. Und ja, was mir als allererstes aufgefallen ist, ist, dass viele Leute unterschiedliche Dinge sagen, die aber alle sich widersprechen, die keinen Sinn ergeben. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, ist, dass die ein oder anderen dir Dinge erzählen, die in einem anderen Video gar nicht erwähnt werden oder auch in einem anderen Bericht, was aber alles nicht wirklich mit dem übereinstimmt, wenn du dann mal dir wirklich die Infos von dem Hersteller direkt holst. Und ja, dabei ist mir einfach was aufgefallen und das ist das auch eigentlich das Thema, nämlich zurzeit habe ich den Eindruck, dass viele Leute sich, viele Meinungen unterwegs sind, viele Meinungen sich gerade entwickeln, viele Leute ihre Meinung lautstark kundtun, ihre Meinung vertreten, ihre Meinung gar durchboxen müssen. Diese Meinungen aber nach meiner Ansicht, also ich bin mir, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber nach meiner Einsicht extrem oft auf Halbwissen basiert, so auf diesem, ja, das habe ich halt mal irgendwo gehört oder das hab ich da und da gesehen oder das habe ich da und da gelesen, aber eben diese ganzen Halbwissen, anstelle sie dann mit anderem Wissen noch mit aufzufüllen, mit anderem Wissen zu versuchen, noch genauer zu spezifizieren oder zu verifizieren. Entschuldigt für die vielen Fachworte, ich liebe Fachworte, ich gebe zu. Ich habe echt den Tick mit Worten, aber das erzähle ich euch in einem anderen Video. Ja, anstelle das dann zu tun, einfach so, ja, so halbgares Zeug verbreiten. Und dieses halbgare Zeug sich dann immer mehr verbreitet und immer mehr verbreitet und es dann aber gerade auch viele Leute einfach aufsaugen und wieder weiter verbreiten. Und dann so dieser stille Postmoment kommt, wo du am Anfang sagst, Apfel auf dem Baum und am Ende hast du das Karnickel unterm Baum. Oder das Karnickel ist im Traum oder irgend sowas. Und da bin ich dann so an einem Punkt, wo ich mich frage, wieso versuchen wir nicht mehr miteinander zu reden und vor allem, wieso versuchen wir nicht miteinander mehr Infos zu bekommen, sondern wieso müssen wir gerade zur Zeit oder auch allgemein versuchen, alle Infos, alles Wissen alleine aufzusaugen? Wieso können wir nicht unser Wissen teilen? Wieso teilen wir unser Wissen nicht, unsere Erfahrungen, unsere Ansichten und nehmen aber genauso, wirklich genau auf dieselbe Art wie unser Wissen, wiederum auch Wissen auf und versuchen dann dieses Wissen, das wir dann wieder von anderen zu bekommen, wieder etwa zu recherchieren, was wir dazu rausfinden können, ob das jetzt stimmt, ob das nicht stimmt, ob das so ist, ob es nicht so ist, sondern dieses unverdaute, ungekaute Zeug aufzunehmen und dann sich zu wundern, warum man sich den metaphorischen Magen verdorben hat. Das frage ich mich dann eben. Und vor allem frage ich mich auch, wieso muss gerade jeder zu allem eine Meinung haben? Also ich meine wirklich zu allem. Ich habe so dieses Gefühl, wenn jetzt morgen ein Sack in China umfällt, dann haben dazu 1000 Leute eine Meinung. 1000 Leute erzählen dir, der Sack ist so und so rum umgeflogen, so und so rum umgeflogen. Und ich war genau, ich weiß es ganz genau, weil ich habe mit einem geredet, der dabei war. Wieso können wir nicht einfach mal den Sack Reis oder auch was auch immer Sack Reis sein lassen und einfach mal mehr auf unser Leben achten, was bei uns im Leben los ist, was uns beschäftigt, was bei uns
in der Familie los ist oder in unserer Stadt. Also warum müssen wir uns gerade alle so furchtbar global betrachten? Wieso müssen wir denn einfach alles so groß auch machen? Wieso können wir die Sachen nicht einfach mal, nochmal eine Metapher zu nehmen, wieso können wir nicht die Kirche im Dorf lassen? Es ist einfach so, ich habe den Eindruck, dass gerade alle sich über alles so furchtbar echauffieren, dass jeder irgendwie zu allem eine, nicht nur so eine Meinung hat. Also eine Meinung zu haben, ist ja wirklich eine gute Sache und ich bin ja wirklich voll dafür, dass man immer eine Meinung hat, dass man sich eine Meinung entwickelt und dass man diese Meinung dann auch vertritt. Aber wofür ich überhaupt nicht bin, ist, dass man sich dieses, ja, so eine Meinung aneignet. Nicht eine eigene entwickelt, sondern so eine allgemeine Meinung haben. Weil alle sagen doch, dass das so ist. Das finde ich ja schon, also da kriege ich ja immer schon persönlich den Hals, wenn mir einer sagt, weil alle sagen das. Weil dann denke ich mir, ich will doch nicht wissen, was alle sagen, weil wenn ich wissen will, was alle sagen, dann frage ich alle. Ich will wissen, was du mir sagst. Ich will wissen, was deine Meinung ist. Ich will wissen, wie du diese Sache siehst. Und klar, es kann sein, dass jemand es wie die Masse sieht. Aber dann soll er mir nicht sagen, es sehen aber auch alle so. Sondern soll er mir eben sagen, es sehen eben auch noch viele andere so, weil alle tun es nicht immer so sehen. Auf jede Sache, wo du sagst, alle sehen es so, kann dir irgendeiner irgendwo beweisen, nein, tun es nicht, wenn mindestens 10 Leute denken was anderes. Und wer sind denn alle? Oder eben, ja, was mich eben einfach auch so furchtbar zur Zeit, was mir auch so durch den Kopf geht, ist einfach dieses ewige, alles gerade schlimm reden, alles furchtbar reden, über alles sich echauffieren, über alles sich eine vorgekaute, vorgegebene Meinung anzueignen, die dann einen aber auch wirklich immer gleich echauffieren muss und nichts mehr neutral betrachten. Nicht mehr die Sachen nüchtern betrachten, einfach als was es ist. So dieses, ja, um nochmal die Sackreis-Metapher zu bringen, der Sackreis ist ein Sackreis, der ist umgeflogen, das passiert halt mal. Nee, zurzeit habe ich oft den Eindruck, dass viele es so sehen, der Sackreis ist umgeflogen, um Himmels Willen, der Sackreis ist umgeflogen. Wer war dran schuld? Wer hat was? Wer war's? Wer hat da jetzt, wieso und hier und da dran rumgepusht, dass dieser Sackreis jetzt umfliegen musste? Der ist doch so lange so gerade gestanden. Warum musste er jetzt umfliegen? Und das finde ich einfach so gerade fragwürdig, weil ich einfach mich frage, warum können wir nicht einfach mal die Sachen nehmen, wie sie sind? Wieso müssen wir alles aufbauschen, alles so extrem ungefiltert einfach weitergeben? Ja, wieso können wir nicht einfach die Sachen mal so unparteiisch sehen? Warum können wir nicht einfach mal neutral sein? Ich weiß, das ist eine schwere Aufgabe. Ich sag oft, ich bin neutral, bin es dann aber auch nicht, wenn es um zum Beispiel also Streitereien in der Familie geht oder sowas wie, mein Hase oder irgend sowas, bin ich auch nicht neutral. Oder wenn es um meine Lieblingsserien geht, da kann ich dann auch nicht sagen, ja, neutral betrachtet ist die jetzt vielleicht doch nicht so gut. Dann sage ich schon solche Sachen wie, aber die ist so deswegen cool, aber deswegen ist sie wirklich cool. Das mache ich natürlich auch. Ich kann dann nicht sagen, so nach dem Motto, sowas würde ich nie tun. Aber ich möchte einfach mal versuchen, die Dinge nicht immer nur gleich als etwas total Tolles oder als total Schreckliches wahrzunehmen, sondern einfach mal neutral zu betrachten, sind die Sachen denn, wie ist denn die Sachlage? Was ist wirklich da passiert und was kann man dazu noch sagen oder was ist daran jetzt, oder ist das jetzt wirklich schlimm oder ist es einfach? Naja. Das wollte ich heute einfach mal erzählen und mal schauen, ob das irgendwie jemand anders auch so sieht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.rietemeyer@outlook.com oder eben auf Facebook und Twitter. Über einen Daumen hoch oder ein Abo freue ich mich immer. Und ja, als kleinen Tipp noch, meine letzten 2 Videos, die sind echt nicht schlecht. Die könnt ihr euch auch noch, wenn ihr mögt, anschauen. Die sind auch mit diesem Thema zurzeit. Das beschäftigt mich nämlich gerade total. Gut, das war's eigentlich schon. Wir sehen uns dann am Freitag. Bis dann. Tschüss.